Hallo ihr Neugierigen, wie geht's, wie steht's? Wer ist Philipp Reinhardt? Das fragt ihr euch vielleicht. Stimmt, dieser Wahlberliner ist in Deutschland noch ziemlich unbekannt, aber mit ausdrücklicher Betonung auf noch. Denn er hat auf seinem Karrierekonto bereits einige bekannte Positionen und da er unaufhaltsam ist, wer weiß, wie weit er noch kommt. Also Leute, es ist echt Zeit, diese Persönlichkeit kennenzulernen. Und es gibt einen Platz auf der Erde, wo sein deutscher Name wirklich ein wohlbekannter Begriff ist. Wisst ihr wo? Nein? Dann bleibt dran, um mehr über diesen aufkommenden Star mit Vergangenheit zu erfahren. Philipp Reinhardt ist 2000 Kilometer von Deutschland entfernt ein Superstar. Denn seit er in der russischen Komödie Der Bräutigam 2016 die Hauptrolle gespielt hat, wird er überall in Russland sofort erkannt. Dieser Film und sein Charakter Helmut haben dort einen richtigen Kultstatus erreicht. Etwa genauso wie in Deutschland Fuck you Goethe. Der Helmut ist eine Art bester Freund der Russen, einfach der ideale deutsche Kumpel, der nach Russland reist, um seiner Auserwählten einen Heiratsantrag zu machen. Dieser Film wurde in Russland so erfolgreich, dass nun seine Fortsetzung für das nächste Jahr geplant wurde. Aber diesmal wird der Schauspielplatz der Komödie Berlin sein. Aber warum kennt man ihn in Deutschland so wenig? Vielleicht, weil er Schweizer ist. Philipp Reinhardt wurde am 14. Mai 1981 in Zürich geboren und stammt aus einer wohlhabenden Anwaltsfamilie. Doch als Kind litt er unter Hyperaktivitätsstörungen und bereitete somit viele Probleme in der Schule, sodass er die Schule verfrüht verlassen musste. Nach seinem Wehrdienst beschloss er, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen und studierte Schauspiel in Hamburg und München. Und das war der Volltreffer, denn bald wurden die ersten Filmemacher auf ihn aufmerksam. So spielte er in der Komödie Kein Bund fürs Leben von Granz Henmann, dann 2008 von und mit Til Schweiger in Eineinhalb Ritter auf der Suche nach der hinreißenden Herzelinde und später in Rainer Mazzutanis Katastrophenfilm Faktor 8. Aber schon bald konnte er sein Talent auch in internationalen Produktionen unter Beweis stellen. Und denkt nicht, dass er sich das leicht gemacht hat. Er lernte nämlich Russisch und spielte 2013 in Fedor Bondarchuks aufwendig produzierten Film Stalingrad, der im Oscar-Rennen für den besten fremdsprachigen Film stand. Es folgte das Fußballdrama Match über das historische Todesspiel von 1942 und 2018 das Kriegsdrama Sobibor. Und neulich war Philipp Reinhardt im Kinofilm Love Made Easy zu sehen. Wie ihr seht, hat er in vielen russischen Produktionen gespielt. So kann jetzt noch die Zeit für deutschsprachige Filme kommen, nicht wahr? Und so scheint Philipp ein goldenes Kind zu sein, oder? Jedoch nein, der Schein soll euch nicht täuschen, denn Philipp hat nicht nur ein total kaputtes Leben, sondern auch eine ernste Krankheit hinter sich. Über sein früheres Leben sagte er mal, dass er eine wandelnde Drogen- und Alkoholleiche gewesen sei. Philipp war aufgrund seiner Hyperaktivität totaler Außenseiter, was seinen übermäßigen Alkoholkonsum und später auch Schnupperei an Koks zur Folge hatte. Ansonsten standen auch unzählige Partys auf dem Programm. Doch so kann man nicht lange leben und auch bei Philipp zeigten sich schon Nebenwirkungen. Er bekam immer mehr schlechte Noten in der Schule und musste sie schließlich verlassen. Der Schauspieler zog also nach Hamburg, um die Schauspielschule zu besuchen, flog aber nach einem Jahr raus. Wie er selbst zugibt, er habe entweder 1000 Ideen im Kopf gehabt oder sei voll betäubt gewesen, weil er Genussmittel genommen habe. So ging es weiter, bis es eines Tages einfach einen Peng gab. Mit der Diagnose Unterleibskrebs. Doch für Philipp war das kein Todesurteil, sondern vielmehr ein richtig klarer Weckruf. Gleich nach der OP hat er alle seine Süchte aufgegeben. Wie kann das denn gehen? Ja, das geht. Dafür trainiert er aber nun 8-mal pro Woche und 2-mal wöchentlich joggt er 25 Kilometer weit. Uff, er hat wirklich viel Energie. Aber es hat sich gelohnt, denn er ist seit fast 8 Jahren clean. Und zum Glück hat er auch beruflich viel zu tun und arbeitet ständig an neuen Produktionen. Und seinem Privatleben hat diese Verwandlung ebenfalls gut getan. Philipp lebt nämlich in Berlin und ist seit fast 10 Jahren mit der Berlinerin und dem Model Chantal Rakin liiert. Und nun wieder zurück zu euch. Kennt ihr Philipp Reinhardt? Gefallen euch die Filme mit ihm in der Hauptrolle? Wollt ihr, dass er auch an mehr deutschsprachigen Filmen teilnimmt? Wir freuen uns auf eure Kommentare, schreibt uns gerne eure Meinung und vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.